Essen genießen ist Kult. Essen genießen ist einfach eine Marke jetzt seit 13 Jahren und wir werden uns für die Zukunft, denke ich mal, noch einiges vornehmen. Herr Bühler, womit starten wir eigentlich nächstes Jahr? Frühlingserwachen mit regionaler, frischer Küche wollen wir Essen und das Umfeld aus dem Winterschlaf zaubern, kulinarisch gesehen. Anschließend natürlich sofort geht es weiter in Essen verwöhnt. Das ist eigentlich unser Ursprung. Essen verwöhnt, die Gemüsemeile Deutschlands, die in der Essener Innenstadt stattfindet. Sterne-Restaurants haben sehr oft ein schlechtes Image, dass wir arrogant, überheblich oder etipetete sind. Und bei dieser Meile haben wir, wie gesagt, die Chance, ich mit meinen Mitarbeitern uns von der besten Seite zu zeigen. Anschließend geht sofort auf der Gourmetmeile Metropole Ruhr auf dem Welterbe Zollverein weiter in Essen. Da gibt es dann wiederum eine Gourmetmeile mit dem tollen Ambiente von Zollverein. Nach der Urlaubsphase gibt es unser Restaurantkarussell, wie all die Jahre schon. Und ich denke, viele freuen sich darauf. Schicke Menüs. Hatte ich vorher, glaube ich, nie Menüs verkauft. Und auf einmal haben wir dann Menüs entwickelt. Habe ich auch dann zaghaft mitgemacht bei der Entwicklung dieser Menüs. Ich kann mich daran erinnern an die ersten Gespräche. Ich war irgendwie überrascht, dass mein Betrieb dann auf einmal gar nicht so schlecht Menüs verkaufte. Ich merke jedes Mal, die Gäste sind begeistert. Ich brauche nur in die Augen der Gäste zu gucken, auf den Teller zu gucken. Die sind begeistert von eurer Qualität. Was in den letzten Jahren passiert ist, dass wir wirklich zu einem guten Team zusammengewachsen sind. Und das macht eigentlich auch auch Essen genießen aus. Ich bin stolz drauf, dass ich dabei sein darf bei euch. Und ich hatte Spaß. Und ich finde es gut, diese tollen 25 Gastronomen zu haben. Und zum Wohl auf die Zukunft, zum Wohl auf Essen genießen, zum Wohl. Prost. Ich habe gerade meine Vorspeise vor mir, aber bei dem Wetter wird das sicherlich eine tolle Veranstaltung. Ich muss sagen, dass also hier dieses ganze Ambiente, dieses ganze Arrangement uns ausgezeichnet gefällt und deshalb sind wir wieder hier und genießen den herrlichen Tag. Sehr gut, sehr gut. Das Essen ist natürlich auch sehr gut, die Getränke auch, also alles rundherum sehr gut. Aber heute der gesamte Eindruck ist hier ausgezeichnet. Ich bin gerade reingekommen, habe mich ein bisschen umgesehen und ich muss sagen, ich finde es sehr schön. Alles in allem gefällt mir das Gesamtkonzept total klasse. Auch gegessen habe ich auch schon was, ja, das war auch sehr gut. Ich habe Kartoffelknödel gegessen mit Lachsfüllung, war also gut. Schmeckt alles gut, ist wunderbar. Sehr abwechslungsreich, auch bei den 4-5 Sachen, die dann angeboten werden pro Stand, ist immer was dabei, wo man eigentlich an jedem Stand gerne mal probiert. Okay.
Restaurantkarussell ist sehr interessant für uns Gastronomen, natürlich auch für die Gäste. Wir können unsere Qualität, die wir nicht nur auf der Gourmetmeile zeigen, vor allem natürlich in den Restaurants, den Gästen näher bringen, in einem Rahmen, wo es sich, denke ich mir, viele Leute erlauben können, das mal zu probieren. Und das ist die Intention und der Sinn der ganzen Geschichte, dass viele Gäste, die sonst vielleicht sich das nicht erlauben möchten oder können, das mal dann ausprobieren zu dieser Zeit, zur Restaurantkarussellzeit, diese verschiedenen Arten von Restaurants mal besuchen. Wie gesagt, in jeder Preislage kann man fast sagen, ein tolles Viergänge-Menü inklusive der Weine zu sich nehmen können, das ist toll. Wir sind ja hier im Restaurant der gehobenen Klasse und haben jetzt für das Viergänge-Menü mit Wein zusammen ungefähr um die 50 Euro bezahlt. Das ist eigentlich unschlagbar. Ich habe einen super Fisch gehabt, eine tolle Vorspeise und also ich war wirklich begeistert. Wir können die Gäste hier verwöhnen. Sie gehen zu den 25 Kollegen in allen möglichen Sparten. Angefangen von der gutbürgerlichen Küche, über die mediterrane, euroasiatische Küche, bis natürlich Sterneküche. Das ist dann natürlich umso interessanter, den Service zu genießen. Der Service ist natürlich in der Zeit auch der gleiche, der wird ja nicht abgespeckt. Schön ist es für uns dann immer auch, weil das Gästeaufkommen sehr hoch ist, dass wir uns im Vorhinein darauf einstellen können, wer dann auch das Restaurant-Karussell-Menü bestellt oder haben möchte. Also die Nachfrage ist einfach sehr stark. Für viele ist es einfach ein sehr attraktives Angebot, dann einfach mal unser Restaurant zu besuchen. Und das Restaurant-Karussell ist auch kalkulierbar. Ich denke mal, für ein junges Pärchen, gerade frisch verliebt, kennen sich vielleicht gerade ein halbes Jahr, wissen ganz genau, wenn sie die Seiten aufschlagen im Internet unter Essen genießen oder unsere Programmheftseite, können genau durchkalkulieren. Und wenn der junge Mann das ausgeben will und möchte seine Freundin mal wirklich schön einladen, er braucht nicht sich vorher informieren, wo gehe ich hin, wo will ich hin. Er guckt sich das an, geht rein, weiß, was auf ihn finanziell zukommt. Und ich glaube, die Leute erleben einen wirklich schönen Abend.